Live aus Berlin. Das Thema bei Anne Will. Misstrauen, Ängste, Verbote. Kippt die Stimmung gegen Flüchtlinge? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie da sind. Inzwischen gibt es immer mehr Verbote in Deutschland, die sich eindeutig gegen Flüchtlinge richten. Selbst im sich so weltoffen, so tolerant, ja so dezidiert Multikulti verstehenden Freiburg wird darüber gestritten, ob Flüchtlinge noch in die Clubs und die Bars der Stadt hineingelassen werden dürfen. Kippt die Stimmung nun also doch gegen Flüchtlinge? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und dazu sind bei uns der grüne Oberbürgermeister von Freiburg, Dieter Salomon. Die Publizistin Anke Domscheit-Berg, die sich stark für Flüchtlinge engagiert und Flüchtlinge bei sich zu Hause beherbergt. Der CDU-Politiker Jens Spahn ist da und der Rechtsanwalt Mehmet Daimergüler, der über das Märchen von der gescheiterten Integration geschrieben hat. Herzlich willkommen Ihnen allen. Immer mehr Verbote und Vorsichtsmaßnahmen stehen Flüchtlinge in Deutschland inzwischen unter Generalverdacht. Wir haben immer noch keinen Ton. Die Kulti. Willkommenskultur, eine Selbstverständlichkeit. Doch nun auch hier. Ärger über Flüchtlinge. Eine Diskothek beklagt sexuelle Belästigungen, eine versuchte Vergewaltigung und Eindringen in die geschlossenen Kabinen auf dem Frauen-WC. In der Diskussion ein Disco-Verbot. Und der grüne Bürgermeister fordert eine harte Linie gegen kriminelle Flüchtlinge. Die haben Schwierigkeiten, sich in unserem Rechtssystem, in unserem Wertesystem zurechtzufinden. Vorsichtsmaßnahmen, auch in Köln. Nach den Vorfällen in der Silvesternacht will ein Mädchengymnasium seinen Schülerinnen an Weiberfastnacht freigeben. Aus Sicherheitsgründen und Angst vor weiteren Übergriffen. Sexuelle Belästigungen melden vermehrt auch Schwimmbäder. Die Stadt Bornheim bei Bonn hatte Konsequenzen gezogen mit einem vorübergehenden Schwimmbadverbot für Flüchtlinge. Unser Gast Mehmet Daimergüler reagiert darauf bei Twitter. Er erinnert an das Badeverbot für Juden im Nationalsozialismus, als man den Juden mit sofortiger Wirksamkeit den Zutritt zu den städtischen Flussbädern verboten hatte. Auch damals war diese Maßnahme begründet worden mit unliebsamen Vorfällen. Herr Spahn, hat Mehmet Daimergüler recht, dass Flüchtlinge inzwischen unter Generalverdacht gestellt werden? In manchen Foren, auch online gerade, ganz sicher. Da wird sehr viel pauschalisiert. Da gehen auch manche Gerüchte, die wenig mit der Wahrheit zu tun haben, ganz schnell rum. Gleichzeitig, sich ja auf das Badeverbot. Gleichzeitig, wollte ich gerade sagen, muss es aber ja auch möglich sein, einfach differenziert zu diskutieren. Und wenn wir mal sehen, so ein Bademeister oder so ein Bürgermeister vor Ort, der mit so einer Situation umgehen muss, wo es Vorfälle gibt im Schwimmbad oder in Diskotheken, beim Karneval möglicherweise, da ist es immer leicht gesagt, irgendwie auf Facebook oder in so einer Sendung, was alles nicht geht. Aber ich glaube, da sind viele auch einfach hilflos, wie sie mit so einer Situation umgehen können, ohne zu pauschalisieren und gleichzeitig solche Vorfälle zu verhindern. Und ich glaube, das eigentliche Problem, ich würde sagen, sind hier eher junge Männer. Also junge Männer ohne Aufgabe sind meistens schwierig, egal ob deutsch, syrisch, albanisch. Und wenn die keine Integration, Angebote bekommen, wenn wir nicht die richtige Ansprache finden. Und das ist sehr mühsam. Wir haben ja, glaube ich, zu lange gedacht, mit 2 Wochen Integrationskurs ist Integration irgendwie gelungen. Wenn man in einer anderen Gesellschaft möglicherweise mit einem anderen Verständnis der Gleichberechtigung von Mann und Frau groß geworden ist, ist es schwierig, das mal eben abzulegen. Und wenn dann noch, wie gesagt, das Alter dazu kommt, keine Aufgabe haben, in der Gruppe unterwegs sein, dann ist das, glaube ich, eher ein Thema von jungen Männern, die gerade nicht so eine richtige Perspektive haben, als eines, was mit Religion oder anderen zusammenhängt. Also die Verbote eher ein Ausdruck von vielleicht einer Art von Hilflosigkeit, weil man sich anders vor Ort ist das zunächst nicht zu helfen weiß, Herr Daimergüler. Woran machen Sie fest, dass Flüchtlinge unter einen Generalverdacht gestellt werden? Einer sogar, wo Sie dann sogar den Judenvergleich ziehen. Nun, ich habe den Judenvergleich gezogen, nicht, weil ich über das Ende sprechen wollte, sondern über den Anfang. Der Anfang ist, wenn man pauschal über Menschen spricht. Der Nordafrikaner, der Marokkaner, der Flüchtling. Das gibt es einfach nicht. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn jetzt jemand was ausgefressen hat, da ist die Polizei und Staatsanwaltschaft da. Wenn sich einer in der Diskothek daneben benimmt, dann kriegt er Hausverbot. Wir müssen doch das Rad nicht neu erfinden. Ich glaube, dass, wenn wir so über unsere Werte sprechen, ja, was uns ausmacht,
dann ist das unsere Fähigkeit zur Differenzierung, unser Rechtsstaat. Wenn dieser Staat aufhört, den Menschen als Menschen wahrzunehmen, sondern nur noch als Teil einer Gruppe, und sei es einer imaginären Gruppe, dann hört er irgendwann auf, Rechtsstaat zu sein, und dagegen wehre ich mich. Wir sollten die Menschen behandeln, wie sie sind, die Guten gut und die Schlechten nicht so gut. Ja? Und ich glaube, das ist auch nicht so schwierig. Und der Judenvergleich war dann ein bisschen überzogen? Ich wollte provozieren, und zwar provozieren im besten Sinne des Wortes. Ja? Ich will, dass wir unserer selbst verantwortlich sind, dass wir selber verstehen, woher wir kommen. Ja? Und ich finde, dass das, was ich in der Schule gelernt habe, ja, aus der Vergangenheit lernen, Verantwortung übernehmen, genau das ist. Dass wir eben dieses Gerede von den Türken, von den Arabern, von den Flüchtlingen nicht mehr akzeptieren. Ich bin mit diesem Gerede aufgewachsen. Ich wurde in meiner Jugend auch nicht wahrgenommen als der Mehmet Daimergüler, sondern einfach ein Türke, und der gehört bei uns nicht rein. Und diejenigen, die heute das so ganz logisch finden, ja, ja klar, dann lassen wir halt keine Flüchtlinge mehr rein, die haben das halt selber noch nie erlebt. Die haben das nicht erlebt, eben ausgegrenzt zu werden dafür, dass man zu einer Gruppe gehört. Und ich finde, das gehört sich einfach nicht. Das gehört sich nicht in einem Rechtsstaat, das gehört sich ganz sicher nicht in Deutschland. Herr Salomon, Sie waren der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt, einer Stadt, habe ich in der Anmoderation schon gesagt, die sich ja als weltoffen versteht, als tolerant, sogar noch von sich sagt, sie sei Multikulti. Etwa auch der Club, über den wir hier noch weiter sprechen werden, der ein Hausverbot ausgesprochen hat für Flüchtlinge oder man könnte auch sagen gegen Flüchtlinge. Hätten Sie sich das vorstellen können, dass sowas in Freiburg mal möglich ist? Also diese Clubbetreiber, und dieser Club ist ja nicht nur irgendein Club, das ist ein linksautonomer Club. Die von sich sagen, sie sind Multikulti-Laden. Die von sich sagen, sie sind antirassistisch, und dieses Mail, das den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat, es sollte eigentlich ein internes Mail sein, weil die machen mit vielen Flüchtlingen, die machen Gender-Training und reden mit denen, wahrscheinlich als einziger Club in ganz Freiburg, aber da sind dann Dinge vorgefallen, da wussten sie nicht, wie sie mit umgehen sollten, haben sich auch nicht wohlgefühlt dabei. Die sind jetzt so unglücklich, dass die gar nichts mehr sagen zu der ganzen Situation. Aber dieses Hausverbot, von dem Sie sprechen, das hat gar nie stattgefunden. Also, und sie wissen auch, dass es nicht geht. Das allgemeine Gleichheitsgesetz sagt ja, dass niemand diskriminiert werden darf. Wenn sich jemand, Herr Daimergüler, schlecht benimmt, dann muss er Hausverbot kriegen oder muss er bestraft werden. Aber man kann nicht Gruppen grundsätzlich als Gruppe diskriminieren aufgrund ihrer Hautfarbe, Ethnie oder warum auch immer. Weil Sie die Mail ansprechen, da können wir ja kurz mal reingucken, denn mindestens für 2 Tage, so glaube ich, hat es das Hausverbot ja dann auch gegeben. Sie wissen es besser, weil Sie aus Freiburg kommen, aber gucken wir mal rein, was da steht. Wir haben am Montag beschlossen, dass wir vorerst keine Menschen mehr in das White Rabbit reinlassen werden, die nur eine Aufenthaltsgestattung besitzen. Dies war kein einfacher Schritt für uns, aber wir sehen momentan keinen anderen Weg, wie wir gewisse Probleme mit Geflüchteten in den Griff kriegen können. Geschrieben ist die Mail am 13. Ja. Januar, das ist ein Mittwoch. Montag haben Sie sich dazu entschlossen, sagen Sie selber, nicht leichten Herzens. Sie haben es sich nicht leicht gemacht und haben diese Mail geschrieben an andere Clubbesitzer und Barbesitzer, um klarzumachen, so an dem Punkt sind wir jetzt. Ist in Freiburg dann die Stimmung also doch in Richtung eines pauschalisierenden Generalverdachts gegen Flüchtlinge gekippt? Das sehe ich überhaupt nicht. Also mein Kollege, der Bürgermeister, der für Integration zuständig ist, hat am selben Tag, nachdem das in der Badischen Zeitung stand, ein Interview gegeben und klargemacht, dass es bei uns keine pauschalen Diskriminierungen und auch keine pauschalen Hausverbote geben kann, dass das juristisch auch gar nicht geht und auch politisch gar nicht gewünscht ist. Und wir haben ja dann zum runden Tisch eingeladen und viele von den Clubbetreibern in Freiburg sind gekommen. Und ich habe das Gespräch eröffnet mit dem Satz, dass ich davon ausgehe, dass am anderen Ende des Tisches keine Rassisten sitzen. Ich will aber auch deutlich machen, hier auf Verwaltungsseite auch nicht. Und wenn das die Voraussetzung ist, können wir uns gerne unterhalten. Und ich war froh, dass die tatsächlich auch gesprochen haben. Und die Polizei war dabei. Und das Bild, was wir dann bekommen haben, das war doch ein sehr differenziertes. Und ich glaube, der Abend macht nur Sinn, wenn wir sehr differenziert hingehen. Wenn ich sage, wir müssen diejenigen, die sich hier nicht an die Normen und Regeln halten, tatsächlich auch bestrafen und verfolgen,
dann hat es mit der Erfahrung zu tun, die ich vor 2 Jahren hatte, als wir eine kleine Gruppe hatten. Das war eine kleine Gruppe von unbegleiteten Minderjährigen, die damals überwiegend aus Nordafrika kamen und die richtig Stress gemacht haben in der Stadt. Und da hat die Polizei durchgegriffen, hat die auch dann hat verstärkte Einsätze gefahren und hat in Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft und den Gerichten auch dafür gesorgt, dass die bestraft worden sind. Das Problem haben wir nicht vollständig im Griff, aber es ist sehr viel besser geworden. Was ist denn jetzt vorgefallen in dem Club? Was in dem Club vorgefallen ist, weiß ich. Ich war in dem Club noch gar nie. Aber ich zweifle nicht daran, dass das, was in der Mail gestanden ist, gestimmt hat. Was die Polizei sagt, ist, dass sie weder Erkenntnisse darüber hat, dass Flüchtlinge krimineller sind als die Deutschen, die schon immer da waren. Was aber auch gesagt wird, ist, dass unterschiedliche Gruppen Stress machen. Und da gehören, da hat Herr Spahn völlig recht, junge Männer dazu, die keine Perspektive haben. Und die gibt es auch unter Flüchtlingen. Aber auch hier wieder immer keine Pauschalierungen. Und ich finde, man muss es deshalb klar benennen, damit die restlichen 99%, insbesondere nach Köln, also diejenigen, die sich völlig rechtskonform und friedlich verhalten, die unserer Hilfe bedürften, wie das 1% übrigens auch, dass die nicht als Flüchtlinge insgesamt stigmatisiert werden. Deshalb muss man die Sachen benennen und muss auch diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, verfolgen und bestrafen. Frau Domscheit-Berg, was die Clubbesitzer da gemacht haben, ist das ein verzweifelter Schritt oder ist es ein Generalverdacht? Das ist natürlich ganz klar ein Generalverdacht, der, wie schon angesprochen wurde, gegen das Antidiskriminierungsgebot verstößt und im Übrigen im Wesentlichen ja auf eine beschriebene, in der Badischen Zeitung beschriebene versuchte Vergewaltigung nach Verlassen des Clubs zurückzuführen ist. Und das Opfer selber ist auch an die Presse getreten und hat gesagt, sie persönlich findet es absolut abscheulich, das war ihre Wortwahl, dass man aus diesem Übergriff jetzt auf einmal so eine pauschale Diskriminierung von Flüchtlingen macht. Denn es geht um einen Einzelfall aus ihrer Sicht, der für eine Frau immer ein ganz furchtbarer Einzelfall ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ja keine Dinge sind, die jetzt nur auf Flüchtlingsherkunft bezogen sind, sondern wir haben allein bei angezeigten Vergewaltigungen und nicht versuchte, sondern vollzogen, haben wir 8.000 im Jahr und nur 1.000 werden überhaupt verurteilt. Unser ganzes Strafrecht ist also furchtbar aus der Zeit gefallen. Ja, wir erfüllen nicht mal die Istanbul-Konvention, die wir schon 2011 unterschrieben haben, nach der ein Nein heißt. Wir propagieren immer unsere christliche Leitkultur und Werte sollen doch bitte von allen eingehalten werden, fangen aber eigentlich nicht mal bei uns selber an. Und das wäre für mich Schritt 1, das deutlicher zu machen, auch diese Grabschereien zum Beispiel, die ja überhaupt noch gar nicht strafbar sind. Es gibt zahlreiche Fälle, wo Frauen in der U-Bahn unter den Rock gefasst wird und der Polizist nimmt nicht mal eine Anzeige auf, weil er sagt, es gibt den Straftatbestand nicht. Das alles ist überfällig und muss zuerst geändert werden. Ich will eine Sekunde aber noch bleiben bei dem Punkt, den die Betreiber des White Rabbit, dieses Clubs, aufgebracht haben. Sie sagen ja, sie haben sich entschlossen, vorerst keine mehr Menschen mehr in den Club reinzulassen, die nur eine Aufenthaltsgestattung besitzen. Daraus leiten Sie ja den Generalverdacht ab gegen genau diese Menschen, nämlich Flüchtlinge. Genau. Dann beschreiben Sie aber auch in dieser Mail eine Reihe von Vorfällen, die vielleicht zu so einer verzweifelten, ja, zu so einem verzweifelten Schritt Anlass geben könnten. Unbedingt, weil Sie beschreiben, Eindringen in die geschlossenen Kabinen auf dem WC, haben wir auch in der Matz zitiert, Anmache trotz Nein bis zu Griff in den weiblichen Intimbereich, Verabreichung von K.O.-Tropfen. Sie müssen es doch eigentlich gut finden, dass man irgendeinen Weg sucht, um Frauen zu schützen. Ich finde gut, dass man diesen Weg sucht. Der kann aber nicht an einer pauschalen Vorverurteilung liegen, sondern die Lösung ist doch angesprochen worden. Ist ja jetzt kein Problem von heute und auch keins von gestern. Ja, aber ich das ist eins, was wir schon immer haben. Und wo es darum geht, Täter zu identifizieren, Täter zu bestrafen. In einem Club ist das ganz einfach. Die Person kriegt Hausverbot, die kommt nie wieder da rein. Und die vermehren sich ja nicht von selber. Das heißt, es ist ein sehr kleiner Personenkreis. Wenn man den praktisch einmal ausgeschlossen hat, ist der draußen. Und wenn man diese klaren, deutlichen Signale auch erkennbar macht, dass man also weiß, auf eine Tat folgen erkennbare Konsequenzen. War ja auch ein Problem in Köln. Man kannte diese marodierenden Banden seit Jahren. Man hat sie aber marodieren lassen. Nicht hätte alle, weil es waren ja auch erst frisch angekommene Asylbewerber. Die meisten waren Altbekannte. Also dieses haben ja auch die Polizei hat sich dahingehend ja geäußert, dass also dieses Phänomen inklusive Antanzen dort ein länger bekanntes war. Man hat sie einfach machen lassen. Die Frage ist viel doch, zu lange. Man muss Gesetze durchsetzen. Aber die Frage ist ja zum Beispiel, haben wir in der Vergangenheit den Bademeister, der gesagt hat,
jetzt gibt es Hausverbot. Oder bei der Frage Schwimmunterricht in der Schule für Mädchen, muslimische, ja oder nein. Haben wir den Lehrer, der dann eine Entscheidung getroffen hat, eigentlich hinreichend unterstützt in der Gesellschaft? Oder haben wir zu oft den erstmal auch mit einem Pauschalverdacht denn dann ausgestattet? Ich glaube schon, müssen wir dann auch sagen, wir stehen auch hinter dem Bademeister und hinter dem Disco-Betreiber, der im Einzelfall sagt, hier gibt es jetzt ein Hausverbot. Und das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall. Zum Zweiten, finde ich, machen wir es uns jetzt ein bisschen zu leicht. Es gibt ja dann, das haben Sie, glaube ich, die Tage auch schon wieder irgendwo getwittert, immer den Vergleich Oktoberfest und Köln. Ich finde, das ist eine absurde Relativierung dessen, was da passiert ist. Ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass wir auch in Deutschland vorher schon genug Probleme hatten und beim Vergewaltigungsparagrafen und woanders was zu tun ist. Aber zu sagen, dass jemand, der in einer anderen Gesellschaft groß geworden ist, wo etwa die Frage der Wertigkeit einer Frau sich daran festmacht, wie sie sich kleidet, der Verfügbarkeit einer Frau, wo die Ehre irgendwie der Familie an der Jungfräulichkeit der Tochter hängt. Mhm. Wenn man da irgendwie mit groß geworden ist, glaube ich nicht, dass das alle mal eben ablegen, nur weil sie die Grenze überschreiten. So, und ich finde, wir machen uns nicht ehrlich genug in der Größe der Integrationsaufgabe, die vor uns liegt, wenn wir diese kulturellen Unterschiede nicht auch benennen, besprechen, dann natürlich schauen müssen, wie gehen wir da klug mit um, damit wir jedem die Chance geben, hier anzukommen. Aber wenn wir sagen, das ist alles so wie Oktoberfest, kann ich nur sagen, gehen Sie als europäisch gekleidete Frau mal über den Bahnhofsvorplatz von Marrakesch, Kairo oder Riad. Da dürfen Sie schon gar nicht alleine laufen. Und gucken Sie, was passiert. Damit das mit dem Sie Oktoberfest zu vergleichen, ist abstrus. Also, dass man da nicht alleine laufen darf, stimmt nicht. Damit sagen Sie aber doch jetzt, dass ein pauschaler Vorwurf gegen junge Männer aus anderen Kulturen, etwa der arabischen Kultur, gerechtfertigt ist. Nein, nicht ein pauschaler Vorwurf, aber doch, das ist doch kein Vorwurf. Es ist erstmal eine Beschreibung einer Situation. Also lieber Jens. Jetzt lass mich bitte mal Du hast mich gebeten, zu siezen in der Sendung. Also lieber Herr Spahn. Ich sieze immer in der Sendung, aber wir können uns gerne duzen. Das ist nicht das Thema. Ich würde trotzdem, ob du oder sie den Satz gerne ausführen dürfen, wenn ich das eben darf. Gut, dann macht er den Satz zu Ende und dann Ich glaube schon. Anscheinend musste es ja gesagt werden. Also unabhängig davon finde ich schon, dass wir ehrlich schauen müssen, vor welchen kulturellen Unterschieden reden wir hier. Ich glaube, das ist auch für die Jungs ja nicht leicht. Mhm. Und diejenigen, die hier hinkommen. Ich meine, wenn du zum ersten Mal, wenn du aus Afghanistan kommst, ich war 3-4 Mal da. Ich meine, das Land ist in einer deutlich anderen Situation als unseres. Und bis zum ersten Mal auf dem Kölner Karneval. Dass das erstmal kulturelle Konflikte und interne und was passiert hier eigentlich gerade bedeutet, das sollten wir doch nicht kleinreden. Und wenn man groß geworden ist, ich sage es noch einmal, in einer Gesellschaft jedenfalls, wo das Frauenbild ein anderes ist, das, glaube ich, kann man nicht bestreiten, dann ist das zumindest ein Thema, das man berücksichtigen muss bei dem, was man da tut. Und wenn man dann noch weiß, und das ist jetzt auch keine Pauschalisierung, sondern Kriminalitätsstatistik, dass junge Männer mit geringer Qualifikation immer in der Kriminalitätsstatistik vorne mit dabei sind. Und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die meisten, die gekommen sind, junge Männer sind mit geringerer Qualifikation. Ist das keine Pauschalverurteilung, sondern erst eine Beschreibung der Herausforderung, vor der wir stehen. Wir wollen jedem Einzelnen gerecht werden. Das werden wir aber nur, wenn wir ehrlich sind in der Analyse, wie groß die Aufgabe ist. Herr Daimann. Also zwei Dinge. Dieses Bild, was immer gezeichnet wird, wir waren in der Vergangenheit viel zu nachsichtig mit diesen Migranten. Das ist natürlich auch von einem kriminologischen Aspekt her Unfug. Ist totaler Unfug. Migranten werden häufiger angezeigt, häufiger verurteilt, sitzen häufiger ein bei gleichen Straftaten oder bei vergleichbaren Straftaten mit Nichtmigranten. Das ist einfach mal das einmal einzige Kriminologie. Das weißt du nicht, aber du hast trotzdem eine Meinung. Zweitens, du sagst hier, oder sie sagen hier, ich bin jetzt ganz durcheinander, du oder sie. Also du sagst hier, du willst nicht pauschalisieren. Schreibst aber ein Buch und sagst, durch die Einwanderer wird Deutschland machohafter, antisemitischer, gewaltaffiner. Also wenn du einer gesamten Einwanderung unterstellst, dass sie gewaltaffiner werden, ja, machohafter, frauenfeindlicher, homophober. Ja, meine, wenn das keine Pauschalisierung ist, was ist denn dann noch Pauschalisierung? Jetzt würde ich mal ganz zu Ende führen. Ja, dann darf ich aber bitte nochmal. Der Punkt ist folgender. Ja? Ja. Ich habe ja mehrere Mandanten, ich habe einige Mandanten, das sind Flüchtlinge aus Pakistan, aus Syrien, Leute, die einige Tage hier sind und denen dann von Rassisten die Bude angezündet wurde. Und einer meiner Mandanten hat mir was ganz Interessantes gesagt. Er hat mir gesagt, Mehmet, du bist der einzige Deutsche, der mit mir spricht. Und das hat mir deutlich gemacht, in welcher Isolation eigentlich diese Menschen leben. Ja? Wir haben Gott sei Dank ein Land, das weltoffen ist. Wir haben Gott sei Dank viele, viele Menschen, die sich engagieren. Aber dennoch ist es gerade für junge Männer ganz, ganz schwer, überhaupt in Kontakt zu treten. Ja? Die leiden darunter. Und die sind in Deutschland übrigens, nicht weil sie diese verklemmte Sexualität in Nordafrika
die dort herrscht, toll finden, sondern gerade, weil sie das loswerden wollen. Die sind hier in Deutschland, weil es hier weltoffen zugeht, weil wir tolerant sind. Ja? Aber dann müssen Sie sich auch an die Regeln hier halten. Und das tun doch die meisten. Das tun die allermeisten. Aber darf ich den Satz noch zu Ende führen? Wenn wir jetzt hingehen, ja, und sagen pauschal, die sind alle gewaltaffin, ja, die sind alle homophob. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du geschrieben. Nein. Das ist in deinem Buch. Dann ist doch gerade dieser Weg der Integration verschlossen. Wie sollen denn die Menschen sich an Deutschland integrieren, anpassen, wenn sie Deutschland überhaupt nicht kennen? Sie können Deutschland nur kennenlernen, indem wir mit diesen Menschen sprechen. Und soll ich Ihnen was sagen? Und soll ich Ihnen was sagen, Jens Spahn? Man lernt selber wahnsinnig viel, wenn man sich diesen Menschen öffnet. Ich bin glücklich und froh, dass diese Menschen hier sind. So, aber jetzt, das passiert ja auch. Jetzt nochmal zu dem, was ich geschrieben habe. Vielleicht können wir uns ja auf eines einigen. Das ist in unterschiedlicher Ausprägung in Syrien, in Marokko, in Afghanistan, im Irak der Fall. Aber in diesen Ländern ist die Rolle von Mann und Frau eine andere als bei uns. Da wird mit Schwulen und Juden nicht gerade zimperlich umgegangen. Mit Andersgläubigen auch oft nicht. Da ist Gewalt öfter auch eine Lösung von Konflikten. Viele haben auch entsprechende Konflikterfahrungen. Da geht es mit der Ehre der Familie, die steht oft über allem anderen. Ich habe gesagt, wenn viele Menschen aus solchen Gesellschaften kommen, kann mir keiner sagen, dass davon nicht auch was ankommt, auch wenn man die Grenze nach Deutschland übertreten hat. Damit meine ich nicht den Einzelnen. Ich mache auch dem Einzelnen keinen Vorwurf. Ich mache auch dem Einzelnen keinen Vorwurf, in einer solchen Gesellschaft groß geworden zu sein. Aber wenn die linke Theorie stimmt, dass die eigene Sozialisation das eigene Sein bestimmt. Ne? Das jetzt kommt er ja mit Marx, das ist auch klasse. Ja, ist doch, aber wenn ich so groß geworden bin, lege ich das doch nicht einfach alles ab. Und ich mache das dann nochmal nicht zum Vorwurf. Ich finde nur, wir machen die Größe der Aufgabe uns selber zu klein. Wir sind nicht ehrlich bei dem, was wir in der Integration leisten müssen. Und zwar von beiden Seiten. Und nur wenn wir uns ehrlich machen, dass das ein ziemlicher kultureller Unterschied ist. Und beide das nur schaffen werden, wenn sie mit der nötigen Offenheit daran gehen, beide Seiten. Und mit der Bereitschaft, da rein zu investieren. Das ist nicht mit 2 Wochen Integrationskurs getan. Ehrlich dann machen. Wird es gelingen. Ehrlich es um Ehrlichkeit in der Debatte. Den Gedanken nehme ich auf, die Ehrlichkeit in der Debatte. Ich habe und Herr Salomon, hole Sie noch mal mit rein. Weil als bekannt wurde, was der Club vorhat, haben Sie sehr schnell und sofort gesagt, Sie hätten seit langer Zeit, und das haben Sie eben auch wiederholt, Probleme in Freiburg mit einer Gruppe, junger Männer aus dem Maghreb, also aus Algerien, Marokko und Tunesien. Und Sie haben auch gesagt, höchstwahrscheinlich seien die mutmaßlichen Täter im Club eben auch junge Männer aus dem Maghreb. So konnte ich es nachlesen in der FAZ die Woche. Und da habe ich mich gefragt, warum war Ihnen das wichtig, gleich diese Gruppe zu identifizieren? Ich habe dem Journalisten gesagt, das war am Sonntagnachmittag, nachdem der Artikel am Samstag in der Zeitung war, ich weiß über diese Disco-Geschichte nichts, ich kenne es auch nur aus der Zeitung. Aber da von Antanzen, von Taschendiebstahl, von sexueller Nötigung bis hin zu versuchter Vergewaltigung und von Messerstechereien die Rede war, habe ich gesagt, diese 4 Geschichten kenne ich von unserer Geschichte von vor 2 Jahren. Mhm. Und da wir für unbegleitete Minderjährige als Jugendamt ja die Pflicht haben, die in Obhut zu nehmen, in Familien zu bringen und eben keine Pauschalierung, auch dort wiederum von der Gruppe 90% überhaupt kein Problem machen, die wollen hier Deutsch lernen, die wollen sich integrieren, die wollen Schulabschluss machen, waren wir völlig verblüfft, dass es da eine kleine Gruppe gibt, die einfach dort, wo sie herkommt, und es ist nicht nur Maghreb, es ist auch ganz Nordafrika, Libyen, vor allem Ägypten, es ist Eritrea, Somalia, das sind zerfallende Staaten, das sind Kinder, damals Kinder, die jahrelang auf der Straße gelebt haben, Gewalterfahrung erlebt haben mit den dortigen Polizei, die misshandelt wurden und die haben sich nach Europa durchgekämpft. Die kennen nur das Recht des Stärkeren und alles, was sie brauchen, müssen sie sich nehmen. Aber wem hilft es, dass Sie eine Problemgruppe identifizieren, beziehungsweise, ja, dass ich Sie sage, junge Männer die syrische gleich Familie, einer Problemgruppe die zu uns zuordnen. Kommt und bei uns Zuflucht sucht, die sind auch Muslime, aber die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die kann ich doch nicht in einen Topf werfen mit einer Problemgruppe. Und bei der Problemgruppe muss ich es auch sagen, auch die allermeisten minderjährigen Flüchtlinge sind keine Problemgruppe. Die wollen alle nach Deutschland, weil sie Deutschland für ein tolles Land halten. Ich mache einmal im Jahr eine Einbürgerungsfeier, wo die Leute eingebürgert werden. Die wollen sich alle mit dem Oberbürgermeister hinterher fotografieren lassen. Und da frage ich immer, warum sind sie denn Deutsche geworden? Die erzählen mir mit leuchtenden Augen, was Deutschland für ein tolles Land ist. Dass wir hier Gerichte haben, dass wir hier nicht korrupt sind, dass wir hier in Sicherheit sind. Herr Salomon, Sie sind ein Grüner. Ja.
Ich weiß nicht. Seit 35 Jahren. Na bitte. Und seit wann in diesen 35 Jahren juckt es Sie zu sagen, dass es Problemgruppen gibt von jungen Männern aus dem Maghreb? Und wie viele Jahre dieser 35 haben sich davor lieber mal auf die Zunge gebissen, weil Sie eben nicht pauschal verurteilen wollten, was Sie damit auf eine Art auch tun? Nicht mache. Nein? Nein, ich tue nicht pauschal verurteilen. Ich sage, auch nicht alle diese Täter sind Nordafrikaner, um Gottes Willen. Da gibt es auch andere. Die Clubbesitzer haben eindeutig gesagt, das wechselt alle paar Jahre, wo diese Stressgruppen sind. Aber ich verstehe gar nicht, warum wir gar nicht mehr differenziert diskutieren können, ohne das dass tun man. Wir ja die Kriminalitätsstatistik. Haben wir überproportional viel in Relation zur Frage, wie viele Nordafrikaner sind im Land? Intensivtäter, Mehrfachtäter. Nicht jeder Nordafrikaner ist ein Krimineller, aber wir haben überproportional viel, was auch mit den Clanstrukturen, die sich zum Teil die Leute nachholen, zu tun hat. Gleichzeitig haben wir bei den Syrern in Relation. Sie beziehen sich auf die Statistik aus Köln? Es gibt Statistiken ob in verschiedenen Bundesländern. Die wird ja auch zusammengeführt auf Bundesebene. Es gibt eine ganze Reihe, Sachsen kenne ich gerade, von Statistiken, wo Sie das sehen können. Sie sehen, dass in Syrien die Syrer in Relation zu ihrer Anzahl im Land unterdurchschnittlich bei der Kriminalität auffallen. So, da kann man doch erstmal drüber sprechen. Das schützt im Übrigen auch die Einzelnen erstmal, ohne dass man deswegen pauschalisiert. Aber wenn man es differenziert betrachtet, weiß man auch, wo man ansetzen muss, etwa in der Kriminalitätsarbeit, um insbesondere die schwarzen Schafe zu kriegen und die anderen davor zu schützen. Und ich finde, wenn wir das nicht mehr differenziert diskutieren können, dass es unterschiedliche Probleme wahrscheinlich auch aus unterschiedlicher Sozialisation und unterschiedlichen Strukturen heraus gibt. Wie sollen wir dann noch einem Problem gerecht werden? Das ist doch keine Pauschalisierung, das ist eine Beschreibung von Tatsachen. Und aus denen muss man dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Hilft es, Nationalitäten zu benennen? Ich halte das für schwierig, dass wir die ganze Zeit eben doch pauschalisieren und dass die öffentliche Debatte im Moment auch von dieser Pauschalisierung geprägt wird. Denn das heißt, die Flüchtlinge. Also ein Beispiel, wenn ich vielleicht auch was sagen darf, in Oldenburg zum Beispiel gab es allein im letzten Quartal 2015 4.000 Straftaten. Davon waren nur 124 von Flüchtlingen begangen und da gab es auch ziemlich viele Flüchtlinge. Eine einzige davon war eine sexuelle Belästigung, die trotzdem dazu geführt hat, dass sich sofort eine Bürgerwehr gegründet hat. Eine Bürgerwehr wegen einer einzelnen sexuellen Belästigung. Das zeigt mir, dass es eine Überfokussierung gibt auf eine ganz bestimmte Tätergruppe in Kombination mit einer ganz bestimmten Straftat. Als gäbe es diese Straftaten nicht die ganze Zeit in Deutschland massiv. Und da hat sich kein Mensch drum geschert. Und im Moment wird da extrem instrumentalisiert. Ich höre das auch bei Ihnen raus. Sie sind weder eine Frau noch als Frau in Kairo über den Platz gegangen. Ich schon. Als Frau in Kairo über den Platz gegangen. Ich war sogar alleine, obwohl sie das für unmöglich gehalten haben gerade eben. Und mich hat keiner angefasst. Also tatsächlich gibt es das auch, was in der öffentlichen Debatte auch immer wieder durcheinander geworfen wird. Dass man sagt, weil ich sage ja nicht, dass es nicht ein konservativeres Frauenbild oder so gibt in bestimmten Ländern. Das ist tatsächlich so. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer größeren Bereitschaft, Frauen auch zum Beispiel in der Öffentlichkeit gegen ihren Willen zu belästigen. Also ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die Arabisch sprechen, die Muslims sind, die also eine 100-mal höhere Hemmschwelle haben, einer Frau nahe zu treten, als ich das beim durchschnittlichen deutschen jungen Mann erlebe. Sie haben ja Syrer bei sich zu Hause zum Beispiel. Also begegnen die definitiv so. Das ist definitiv so, da wird Ihnen auch niemand widersprechen. Da widersprechen aber ganz viele. Nein. Es gibt sehr viele Menschen, ich bekomme diese Zuschriften, ich bekomme das als Mails, als Tweets, ich lese das in Zeitungen, ich höre das selbst von größeren bekannten Journalisten, die das in großen Medien herumschreiben, dass das so sei. Dass nur, weil sie muslimischen Glaubens sind, sie Frauen nicht achten und Frauen anfassen. Ja, aber das ist Unsinn. Würde eher eine Hand abfallen, als das zu tun. Das ist Unsinn. Darf ich dazu noch etwas sagen? Also ich finde es sehr gut, Jens Spahn, dass du jetzt auch differenzieren willst. Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man feststellt, dass das nordafrikanische junge Männer überdurchschnittlich auftauchen in der Kriminalitätsstatistik, das ist doch nicht, weil die andere Gene haben als der Flüchtling. Natürlich nicht. Hat doch keiner behauptet. Nein. Ich lasse das, lassen Sie mich durch zu Ende sagen. Es ist doch wirklich so, dass wenn man das bekämpfen will, ja, dass man dann ehrlich rangeht. Wenn ich ein junger Mann bin, der keine Aussicht darauf hat, hier einen Asylantrag erfolgreich durchzuziehen, der keine Aussicht in Deutschland hat,
der keine soziale Unterstützung bekommt, der sozial ausgeschlossen ist, ist doch vollkommen klar, dass da die Kriminalitätswahrscheinlichkeit höher ist als bei einer syrischen Familie, die Hoffnung darauf hat, in Deutschland bleiben zu können. Mhm. Und wenn man das analysiert hat, ja, dann müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Da haben wir die ganze Palette von Kriminalprävention bis hin zur Repression. Ja, aber benennen darf man es doch, oder? Aber ja, natürlich. Ja. In der differenzierten Art und Weise, wie Sie es als gestandener Oberbürgermeister machen. Aber doch nicht die Nordafrikaner, die gewaltaffin sind, so wie du es machst. Entschuldigung. In deinem Buch. Nein, der Satz steht in einem... Ja, man kann das so machen und ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Ja, das ist das Traurige. Die Beschreibung mag ja in Einzelfällen so sein, aber wenn muslimische Frauenrechtlerinnen sagen, dass die kleinen Jungs, nicht jeder, aber viele, mit einem Frauenbild großgezogen werden, wo man im Zweifel schon mal an der Kleidung sieht, was für eine Wertigkeit diese Frau hat. Bis hin zum Begriff von Hure, wenn sie in bestimmter Art und Weise gekleidet ist. Und dass das ein Problem ist. Dann finde ich, kann man darüber reden, und zwar ohne zu pauschalisieren. Darüber muss man reden. Ich sage noch einmal, und das muss möglich sein zu sagen, ich habe schon den Eindruck, dass die afghanische Gesellschaft oder die marokkanische ein größeres Problem hat mit Antisemitismus, mit Homophobie, mit dem Umgang mit Andersgläubigen, mit einer gewissen Gewaltaffinität zum Lösen von Konflikten, wo die Frage Ehre der Familie steht über vieles andere ein Thema ist. Das heißt doch nicht bei jedem. Das heißt aber doch zu erkennen, und das sage ich noch einmal, dass wenn man groß geworden ist in einem solchen Land, das gilt auch nicht für jeden. Es mag manch einen Schwulen und Lesben geben, die geflohen sind genau aus diesem Land, weil sie in diese Freiheit wollen. Natürlich gibt es die. Und trotzdem muss man doch sagen, ist das was, was wir bei der Integration beachten müssen, dass viele in anderen Zusammenhängen groß geworden sind. Also ich verstehe gar nicht, dass gerade Linke das immer leugnen, dass Sozialisation das eigene Sein mitprägt und dass man sowas nicht mal eben nach 2 Tagen ablegt. Ich sage noch einmal, wir sollten jedem die Chance geben, hier anzukommen. Aber wir sollten uns ehrlich machen in der Größe der Aufgabe, weil das sehr, sehr unterschiedliche Kulturen sind. Und wenn wir uns dabei nicht ehrlich machen, und das spüren die Leute, dann nimmt uns das auch keiner mehr ab. Ehrlich machen stößt aber im Zweifel auch auf einen Resonanzraum, den Sie vielleicht nicht zwingend gewollt haben, wenn Sie etwa nationale Zuordnungen treffen oder aber auch Probleme, die schon da waren, nämlich Probleme mit sexualisierter Gewalt in den Augen mancher den Flüchtlingen aufbürden und dort auftragen. Schauen wir mal an, was dann im Resonanzraum Netz abgeht. Die rechtspopulistische Junge Freiheit berichtet online über das Schwimmbadverbot in Bornheim. Ein Leser mit dem Nutzernamen Panther kommentiert: Wehren sich die Bürger dagegen, zum Beispiel mit den Verboten in Schwimmbädern, Bürgerwehren und so weiter, ist das gleich radikal unmenschlich. Wie soll man sich sonst gegen eine Horde Steinzeitmenschen wehren? Und Dika schreibt: Ich will in meinem Land, in dem ich auf die Welt kam, keine Fatimas mit Kopftüchern, keine Frauen in Kohlensäcken. Ich möchte, dass Leute an die Regierung kommen, die den jetzigen Wahnsinn stoppen. Unter einem MDR-Artikel über sexuelle Belästigungen in einem Schwimmbad in Burg schreibt Beate: Es ist unglaublich, wie schnell unsere Freiheit und Lebensweise sich ändert. Vielleicht kaufen wir uns im Sommer schon eine Burka. Es ist einfach unfassbar, was sich hier innerhalb kürzester Zeit abspielt. Und zu einem Bericht über das Discoverbot in Freiburg schreibt James Miller auf Facebook: Bin der Meinung, wer als Flüchtling in Deutschland lebt, hat kein Recht auf sowas wie eine Diskothek zu betreten. Er ist da, um hier Schutz zu suchen und nicht um zu feiern. Herr Solomon, ich weiß nicht, ob Sie sowas gelesen haben, aber ich bin sicher, dass Sie mitbekommen haben, wie auch die überregionale Presse reagiert hat auf das, was in Freiburg diskutiert worden ist. Sind Sie erschrocken, was da oder was Sie ausgelöst haben mit Ihrer Haltung, die Sie nennen, die Dinge eben nicht zu verschweigen? Nee, erschrocken nicht, aber gewundert habe ich mich schon, weil das, was ich da gesagt habe, das sage ich seit einem halben Jahr, seit es also die Flüchtlingszahlen so angestiegen sind. Ich habe dazu 2 große Interviews in der Badischen Zeitung gegeben. Ich habe bei Bürgerversammlungen, wo wir geworben haben für eine Notaufnahme, vor Hunderten von Leuten das Gleiche erzählt, habe gesagt, die Leute kommen zu uns und suchen Schutz. Die meisten kommen in eine völlig fremde Kultur, können sich hier nicht orientieren. Aber eines ist klar, und sonst funktioniert unser Zusammenleben nicht. Wir sind ein freies Land und ein freies Land basiert darauf, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass es Religionsfreiheit gibt.
und dass es, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Eine Religionsfreiheit hat zur Voraussetzung, dass ich meine Religion nicht absolut nehme, sondern akzeptiere, dass es andere nehmen. Die Meinungsfreiheit hat zur Voraussetzung, dass ich nicht meine, dass meine Meinung die richtige ist, sondern dass es verschiedene Meinungen gibt. Und das glauben wir in Deutschland, ist alles selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Es ist sehr voraussetzungsvoll. Das heißt, Toleranz ist die Voraussetzung, dass unser Zusammenleben funktioniert. Und ich finde, wir müssen gegen Intoleranz auch intolerant sein. Also wer nach Deutschland kommt und hier ein besseres Leben sucht, ist herzlich willkommen. Aber unser Grundgesetz ist das freiheitlichste und beste dieser Welt. Aber daran muss man sich halten. Und dann funktioniert das Zusammenleben auch. Und das muss man den Leuten möglichst schnell klar machen. In Integrationskursen, in Sprachkursen. Und ich glaube, die meisten wollen das auch. Aber vor Applaus von der falschen Seite kann man sich dann nicht schützen? Als Oberbürgermeister geht es mir nicht um einen Applaus von der falschen oder richtigen Seite. Ich bin für 220.000 Bürger da und muss gucken, dass ich den Laden zusammenhalte. Und bislang habe ich für meine Haltung im letzten halben Jahr, was erstaunlich ist in Freiburg, weil Freiburg neigt auch manchmal zu Hysterie, weder Buhrufe noch Leserbriefe noch Hassmails gekriegt dafür. Ich wundere mich, was jetzt da in der letzten Woche los war. Na, da beneide ich Sie heftig drum. Also als Frau kann ich Ihnen sagen, dass man für alle möglichen Dinge massenhaft Hassmails kriegt. Ich krieg die sonst auch. Die kriegt man im Übrigen weder von Flüchtlingen noch von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kriege die von überdurchschnittlich vielen weißen Männern, die mir die allerwiderlichsten Dinge androhen. Ja. Und ich finde, dass wir uns auch in die Tasche lügen. Im Namen der Frauenrechte. Genau, das finde ich immer besonders absurd. Im Namen der Frauenrechte wollte mal mich eine Horde Araber zum Vergewaltigen vorwerfen auf Twitter. Ganz zum Beispiel gar nicht alt, dieses Beispiel. Aber wir lügen uns auch in die Tasche, wenn wir so tun, nur weil in Artikel 3 steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, als hätten wir das schon erreicht. Mhm. Wir haben immer noch die 22% Gehaltsunterschied. Wir haben immer noch 96% Männer in den Top-Führungspositionen der 200 größten deutschen Unternehmen. Und wir haben immer noch Werbungen, die so aussehen für die junge Union. Ja, wir gehen tiefer, steht da drin. Wir haben Werbungen, muss man sich noch mal angucken. Greif zu, deine Zukunft bestimmst du, eine Männerhand greift einer Frau an den Po. Das ist Alltagskultur in Deutschland, viel allerdings zu oft. Sexismus aller Orten. Und aber dann erzählen 12 Jahre her, Frau Domscheit-Berg, das muss man dazu sagen. Ja, das eine Beispiel. Das eine Beispiel. Also das bräuchten Sie in Freiburg nicht aufhängen, das würde nicht lang hängen. Ja, das ist schön, dass das so ist, aber ich weiß auch, dass es davon täglich, man braucht in jedem beliebigen Supermarkt gehen, überall gucken einen sexualisierte Körperteile von Frauen an, die objektifiziert werden. Und wo ist jetzt der Zusammenhang zu unserer Diskussion heute? Dass wir eine sexistische Kultur auch in Deutschland haben und nicht erwarten können, dass nur weil bei uns in der Theorie Männer und Frauen gleichberechtigt sind, Flüchtlinge, die herkommen, das aber ganz anders wahrnehmen, auf einmal diesen mentalen Transfer leisten können. Wir bräuchten eigentlich diese Kurse für uns alle, damit wir nämlich anfangen, Sexismus aus dem Alltag zu beseitigen, der im Übrigen ja der Humus dafür ist, dass wir sexuelle Belästigung als Massenphänomen in Deutschland haben. Und sehen Sie im Moment eine Verschärfung des Problems dadurch, dass sehr viele junge Männer zu uns kommen, die, wie Herr Spahn ausgeführt hat, anders geprägt sind als vielleicht durch noch nicht erreichte Gleichberechtigung, aber eine, die schon einigermaßen weit auf dem Weg ist? Also von denen, die ich kennengelernt habe, kann ich diese Auswirkung zumindest nicht bestätigen. Was ich aber generell problematisch finde, weil sie sehr, sehr respektvoll umgehen, ja, die würden also niemals da irgendwen anfassen. Was ich aber problematisch finde, ist, dass wir... Und die ist jetzt wer? Wer ist die? Weil Sie sagen, die würden nie jemanden anfassen? Die Flüchtlinge, die ich kennengelernt habe, auf die ich mich gerade, also ich frage mich immer, die alle so bestimmte Wertungen zuschreiben, wie viele haben sie denn kennengelernt? Mit wie vielen Flüchtlingen haben die sich einmal unterhalten? Ich würde sagen, in den meisten Fällen mit gar keinem. Was ich aber tatsächlich problematisch finde, ist, wenn man einen so hohen Anteil von zum Beispiel jungen Männern hat, gleichzeitig den Familiennachzug aber massiv erschwert. Also es ist ja tatsächlich so, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen auch in Deutschland gibt, die eher zu Straftaten neigen. Und das sind Männer, die alleine sind, weil ihnen das soziale Umfeld fehlt. Was machen wir? Total logische Konsequenz. Wir machen sie noch einsamer. Wir nehmen ihnen die Geschwister weg, die Ehefrauen weg, die Kinder weg. Wir lassen sie in ihrer sozialen Isolation noch verzweifelter werden, legen jetzt mit dem neuen Asylpaket 2 Jahre den Familiennachzug auf Eis. Der ist so langsam, dass es noch mal 1 bis 2 Jahre dauert, bis jemand kommen kann. Und jeden Tag sollen die dann noch im Integrationskurs sitzen, Deutsch lernen, während überlegen, ob ihre eigene Familie morgen überhaupt noch lebt. Und ich finde, das ist was, das sollten wir uns dringend überlegen, wo hier die Prioritäten sitzen. Wenn sich die Stimmung verändert, Herr Spahn,
dahingehend, dass immer mehr Menschen sowas wie Sorge fühlen, dass vielleicht auch die Sorge vor Flüchtlingen größer wird, die sich dann ausdrückt in den, wie Sie es beschrieben haben, hilflosen Verboten, die der eine oder andere für sich richtig findet. Ist es dann schlau und trägt die Bundesregierung zur Beruhigung der Situation bei, wenn sie etwa so etwas verabschiedet? Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Abschiebungen sollen erleichtert werden. Sichere Herkunftsstaaten, genau die Maghreb-Staaten, sollen dazugezählt werden. Marokko, Tunesien, Algerien, damit man das leichter vollziehen kann. Hilft das und beruhigt das oder schadet das? Naja, wir haben etwa 1 Million Menschen im letzten Jahr aufgenommen, Flüchtlinge und Migranten, in sehr, sehr kurzer Zeit. Etwa die Hälfte ändert sich so ein bisschen, bekommt anerkannt den Schutzstatus und wird länger bleiben können. Die andere Hälfte muss das Land wieder verlassen. Und damit sie Akzeptanz haben, und das hat übrigens der Bundespräsident auch sehr schön gesagt, damit sie Akzeptanz erhalten, brauchen sie wahrscheinlich auch eine Form von Begrenzung, weil sie sonst auch eine Gesellschaft auch überfordern. Und deswegen versuchen wir schnell zu dieser Unterscheidung zu kommen, wer braucht Schutz und Unterstützung und wer kommt aus, ich verstehe jeden Einzelnen, der sagt, ich will ein besseres Leben, aber das werden wir nicht lösen können, indem jeder nach Deutschland kommt. Wer wird das Land wieder verlassen müssen und wo setzen wir das durch? So, und das ist natürlich die Frage, Familiennachzug, jetzt auch eine Lösung, die nicht leicht ist. Also glauben Sie, das fällt ja keinem leicht zu sagen, du darfst deine Familie nicht nachholen. Aber wir sind jetzt schon bei der schieren Zahl an Menschen, die zu uns gekommen sind, in der Frage, wo bringen wir sie unter? Haben wir genug Wohnraum? Haben wir genug Versorgung? Haben wir genug Deutschlehrer? Haben wir genug Integrationskurse? Können wir diese Integration, die eben nicht nach 2 Tagen erledigt ist, sondern die ja eine Aufgabe ist, die sich über Monate zieht, wenn nicht länger, deutlich länger, tatsächlich leisten, dann muss die Zahl eine begrenzte bleiben, weil sonst überfordern sie eine Gesellschaft und sonst geht Akzeptanz verloren. Und ich glaube, ein Stück sind wir genau in dieser Phase, und da stimme ich zu, das ist keine Maßnahme, die irgendjemandem Freude macht, aber sie ist eine, um die Zahlen Das ist das nächste kostet, ja? Verbot, das ausgesprochen wird, jetzt freilich auf höherer Ebene, nämlich von der Bundesregierung. Hilft das der Stimmung oder verschlechtert sie sie noch weiter? Ich glaube vor allem, sie nützt nichts. Okay. Was ja? Nützt nichts? Wenn wir jetzt sagen, es kommen keine Menschen mehr aus Syrien, ja? Die Menschen werden trotzdem kommen. Sie werden kommen. Und wenn jemand sagt Obergrenze, dann muss er diesen Gedanken... Nein, nicht Obergrenze. Ich war jetzt bei Familiennachzug, ja. Bei all den Beispielen, die wir hatten. Schauen Sie, ich habe Mandanten, deren Familienangehörigen in Syrien sitzen. Ja, in Aleppo und anderswo. Die leben dort unter elenden Bedingungen. Die würden gern herkommen und sehen Familienmitglieder in Deutschland. Wenn sie jetzt nicht dürfen, das bedeutet doch nicht, dass sie da bleiben werden, wo sie sind. Ja. Die werden trotzdem versuchen, herzukommen. Die werden das tun, was jeder Mensch tut, versuchen, ein besseres Leben zu bekommen. Und deswegen sollten wir uns überlegen, wie wir da vorgehen. Ich finde den Ansatz der Bundeskanzlerin ja, schon sehr, sehr gut. Ja, die Frau bringt Ruhe in die Debatte. Sie ist ein ruhender Pol. Und ich hätte das nie... Sagen Sie als ehemaliges FDP-Mitglied. Vor allem hätte ich das nie gedacht, dass ich sozusagen das auch vis-à-vis einem CDU-Mitglied so sagen muss. Die Kanzlerin, die Kanzlerin macht einen guten Job. Ja, indem wir beispielsweise der Türkei massiv helfen, dass Menschen dort bleiben können, ja, das ist ein wirksames Mittel. Aber wenn wir hingehen und sagen, wir machen die Schotten dicht, am Ende des Tages erwarten wir irgendwo in der Welt einen Schießbefehl. Wenn Menschen hier nicht durchkommen, dann wird die nächste Grenze dicht gemacht, die nächste und dann irgendwann an der griechisch-türkischen oder an türkisch-syrischen wird geschossen. Das wollen wir nicht. Ich will das nicht nur wegen der Menschen, die betroffen werden, sondern es würde uns doch verändern, uns als Land. Unser Deutschland ist doch weit gekommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben vollkommen recht. Es ist die beste Verfassung, die wir jemals hatten. Und ich finde, in den letzten Monaten hat Deutschland zu Recht so viel Anerkennung in der Welt gewonnen. Wir würden das zunichte machen. Wir sollten das schon allein unserer Selbstwillen nicht tun. Aber was verliert dieses? Ich will nur bei dem Punkt bleiben, Herr Spahn. Was verliert Deutschland denn gerade an vielleicht an Entschlossenheit, an Haltung, an Selbstbewusstsein? Ich weiß es nicht, was Sie, komme ich auf den Anfang zurück, dazu gebracht hat, wäre den Anfängen. Ich glaube, wir verlieren die Mitmenschlichkeit, die am Ende des Tages sich ausdrückt im Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und der Mensch ist der Mensch. Es ist der Thüringer, es ist der Rheinland-Pfälzer, es ist aber auch der Syrer. Ich glaube, dass wir Gefahr laufen, unsere eigenen Maßstäbe über Bord zu werfen. Ich glaube, dass wir froh sein können, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die Kurs hält. Und wir sollten weitermachen.
Und für die Pauschalisierung, nur ein Gedanke, der mir die ganze Zeit schon seit Wochen im Kopf herumschießt. Ja? Ich sitze seit 3 Jahren im NSU-Verfahren 5 Menschen aus Thüringen auf der Anklagebank gegenüber. Also da können einige sehr, sehr froh sein, dass ich nicht zur Pauschalisierung neige. Das kann man nur wirklich sagen. Und das sollten wir im größeren Maßstab auch sonst nicht machen. Ich glaube, dass der Mensch, der zu uns kommt, eben die ganze Bandbreite des Menschen abbildet. Da gibt es den Herzensguten und da gibt es den Bösewicht. Menschen, ne? Und genauso müssen wir mit ihnen umgehen. Da müssen wir nichts Neues erfinden. Und dieses Land ist großartig genug, die Kraft zu haben. Verlieren wir gerade die Menschlichkeit? Nein. Herr Salomon. Also ich finde, das, was Deutschland, und zwar jetzt nicht die Bundesregierung, da arbeiten auch viele, aber was die Menschen in Deutschland im letzten halben Jahr geleistet haben, also nicht nur die professionellen Helfer, sondern auch die ganzen Hilfsdienste, aber in Freiburg sind allein Tausende von Leuten organisiert, um den Menschen zu helfen. Das ist ein Beispiel von Mitmenschlichkeit, dass die Freiburger haben nicht gefragt, warum kommt der und darf der hier rein, sondern die haben einfach Menschen gesehen, die Hilfe brauchen, die der Hilfe bedürfen und haben einfach geholfen. Wir haben vor 2 Wochen ein Helferfest gemacht, da waren 750 Leute da. Die sind alle überzeugt davon, wir schaffen das. Und ich bin auch davon überzeugt, wir schaffen das. Natürlich wird Ihnen jeder Bürgermeister in Deutschland sagen, wenn es weniger wären, können wir am langen Ende mehr integrieren, weil das natürlich organisatorisch eine Riesenaufgabe ist. Aber ich glaube, so positiv wie in Deutschland die Menschen mit den Flüchtlingen umgehen, das hat das Land noch nie gesehen. Ich finde das großartig. Und wenn Sie sich Umfragen anschauen, dann sehen Sie ein anderes Bild. Dann wissen Sie, dass sich da was verändert hat im Vergleich zu vielleicht August, September noch mehr, wo die Willkommenskultur, die Sie beschrieben haben, wirklich groß war. Alle waren begeistert und man hat auch begeistert oder auch vielleicht auch nur interessiert auf uns geschaut. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die in Umfragen sagen, sie haben Angst vor Kriminalität durch Flüchtlinge, und zwar in richtig großer Zahl. Beeindruckt Sie das nicht? Deshalb nochmal die Frage, verschwindet da oder verlieren wir gerade die Menschlichkeit? Nein, wir verlieren sie nicht. Es ist natürlich, oder es wäre naiv gewesen zu glauben, dass das, was wir am Münchner Hauptbahnhof erlebt haben, dass das hier alles so ein Ponyhof ist, dass es alles konfliktfrei ist. Integration ist eine ganz schwierige Aufgabe. Da bin ich ganz bei Herrn Spahn. Und eine Daueraufgabe über viele Jahre. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Regeln klar macht. Aber wenn man die Regeln klar macht, wie Integration stattfindet, kann dieses Land es schaffen. Da bin ich bin da sehr optimistisch, dass Menschen Angst haben, dass sich das in Umfragen zeigt, dass so ein Ereignis wie Köln viele Frauen verunsichert und viele Männer auch verunsichert. Drum müssen wir auch da benennen, was hier schiefläuft. Weil ich will keine Stadt haben oder für eine Stadt verantwortlich sein, wo sich Frauen nicht mehr in Clubs trauen, wo sich Frauen nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Die Frauen gehen ja nicht mehr in die Clubs. Die Frauen gehen schon in die Clubs, aber natürlich weniger Frauen. Aber ich will, dass alle Frauen das Gefühl haben, dass... Machen sie aber nicht mehr. Es gehen weniger Frauen. Es ging, ja, weil sie Angst kriegen. Und deshalb sage ich, muss mal was tun. Ich habe schon immer gesagt, und nicht erst seit einem halben Jahr, wir haben in Freiburg, wir sind die Kriminalitätshauptstadt Baden-Württembergs, das schöne Schwarzwaldstädtchen Freiburg. Wir haben zu wenig Polizisten und die Forderung, dass ich zu wenig Polizisten habe, die habe ich nicht seit 7 Wochen, die habe ich seit 7 Jahren. Ich habe von der alten CDU-FDP-Regierung nicht mehr Polizei bekommen und von der grün-roten Regierung auch nicht. Jetzt auf einmal sagen alle, wir brauchen mehr Polizei. Die brauchen wir aber nicht nur in Freiburg und Baden-Württemberg, die brauchen wir bundesweit. Die brauchen wir tatsächlich. Das ist übrigens eine Chance, die jetzt in der Lage, wie sie ist, steckt, dass wir so ein paar Dinge, die wir seit 10, 15 Jahren, ja. Ich meine Jugendrichterin Heisig, Intensivstraftäter, das ist ja alles hoch und runter 10-mal, 100-mal diskutiert und meistens sehr folgenlos geblieben, dass du da schnell die Verfolgung brauchst, dass du eine bessere Zusammenarbeit brauchst, Staatsanwaltschaften, Sozialpädagogen, Jugend und anderes mehr. Vielleicht liegt jetzt endlich mal die Chance darin, dass was passiert. Das wird tatsächlich wieder auch ich übrigens auch Spahn, bei was auch haben bei Sie den, in den zurückliegenden Jahren. Das haben, waren wir doch alle. Das waren wir doch alle gemeinsam. Ich finde, das ist jetzt wieder so ein. Das war doch diese ganze Gesellschaft. Wir haben seit 10 Jahren wissen wir, dass wir Rockerclans in Duisburg haben, wie libanesische Großfamilien in Neukölln. Aber die CDU-CSU hat die ganze Zeit die Kanzlerin gestellt in diesen 7 Jahren. Ja, weil die Polizeiarbeit. Jetzt kann ich das übliche Spiel jetzt, dass ich Ihnen sage, Landespolizei ist aber Ländersache. Da kann die Frau Bundeskanzlerin wenig. Das Kanzleramt hat die Bundespolizei Strafrechtsreform blockiert. Aber Leute, das ist doch genau die Art von Auseinandersetzung, die immer dazu geführt hat, dass nichts passiert ist. Wenn jetzt Grüne und CDU sich einig sind, dass wir mehr Polizei brauchen,
sind die Grünen, die in Gorleben ja mal anders das gesehen haben mit der Polizei. Ja, aber das ist auch so ein Quatsch. Ja, genau. Aber das ist doch das Schöne. Ich wollte noch mal zeigen, dass das die üblichen Spielchen sind. Aber das ist doch jetzt eine Chance, die wir vielleicht mal nutzen, tatsächlich wieder eine neue Wertschätzung für Polizei und Polizeiarbeit zu haben und da tatsächlich auch was zu tun. Mit der nötigen Konsequenz auch bei Straftätern und bei anderen was zu tun, was wir in der Vergangenheit eben nicht gemacht haben. Und eins noch zu der Frage der offenen Grenzen und der offenen Zahlen. Ich glaube schon, dass Sie irgendwann eine Gesellschaft, das kann ich nicht an einer Zahl festmachen, eine Gesellschaft überfordern. Wenn wir 5 Millionen in den nächsten 3 Jahren hier hätten, die hier nach Deutschland kommen, dann wird die Stimmung eine andere werden. Nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil natürlich die täglichen Konflikte, die entstehen. Das ist ja zum ersten Mal für die Deutschen seit vielen, vielen Jahren keine Fernsehkrise. So Griechenland war abends um 20 Uhr in den Nachrichten, geht der Blutdruck hoch, dann geht er wieder runter, kommt der Tatort. Das war Griechenland. Jetzt ist eine Krise, eine Situation, die sehr, sehr konkret ist, die im Straßenbild zu sehen ist, in der Nachbarschaft, in der Schule, auf Arbeit. Und ich finde schon, erstens mal, dieses Land hat Wundervolles geleistet, die Menschen, die Ehrenamtlichen in den letzten Monaten. Aber selbst der engagierteste Helfer fragt mich mittlerweile, wie viele kommen noch? Was ist mit der Zahl? Habt ihr das in dem Griff? Kriegt ihr die Zahlen reduziert? Und das ist natürlich vor allem eine Frage, die wir in der Region lösen müssen. Der Syrien-Konflikt in den Nachbarländern, Türkei. Wie versorgen wir die Flüchtlinge dort besser vor Ort? Wie geben wir ihnen eine Perspektive vor Ort? Das ist ein Thema für die Europäische Union. Natürlich müssen wir Kontrolle über unsere Grenzen wieder gewinnen, über die EU-Außengrenze. Und einfach zu sagen, das ist alles toll, das ist prima und wir lassen es jetzt einfach so weiter passieren, wird dieses Land irgendwann überfordern und noch zu ganz anderen Debatten führen. Kippt die Stimmung gegen Flüchtlinge? Frau Dornfeld-Berg, Sie haben mit Ihnen zu tun. Also was ich vor allem nicht feststelle, ist, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung in irgendeiner Weise abnimmt. Also ich erlebe sowohl bei uns im Norden von Brandenburg genau das Gegenteil, und zwar durchaus auch von Seiten, wo ich das gar nicht erwartet hätte, wo zum Beispiel ein Flüchtling eine Sehschwäche hat und wir sagen, lass uns mal zum Optiker die Straße runtergehen, mal die Sehstärke feststellen, vielleicht können wir dann irgendwo eine billige Brille organisieren. Und dann macht das der Optiker, wie immer logischerweise kostenfrei, sagt dann aber auch, naja, brauchst du ja auch eine Brille, komm morgen wieder, kriegst du sie, kostet nichts. Haben wir gar nicht gewusst. Und sowas passiert uns jeden zweiten, dritten Tag an irgendeiner unerwarteten Stelle. Es gibt immer noch eine massive Welle der Unterstützung von ganz vielen Seiten. Der Menschlichkeit also. Wirklich der Menschlichkeit, weil in dem Moment das Individuum gesehen wird, da steht eine einzelne Person mit einer einzelnen Geschichte. In dem Fall jemand mit einer Sehschwäche. Wenn ich aber 1000 Flüchtlinge irgendwo in so einer Art Ghetto-Bunker, ja, in so Armeekasernen im Wald, wie wir das bei Oranienburg haben, wie soll da Integration stattfinden? Ja, aber glauben Sie, das macht jemand gerne, diese Unterbringung? Wie soll Bevölkerung da auch Nähe finden? Wie sollen soziale Verbindungen geknüpft werden? Dieses eine Beispiel, das aus den sozialen Medien vorgelesen wurde, ja. Die sollen doch froh sein, wenn sie warm und trocken sind. Das ist falsch. Das sind soziale Wesen, genau wie wir. Wir müssen uns da verbinden, wo wir gleiche Leidenschaften und Interessen haben. Wir müssen Möglichkeiten dafür schaffen. Und das bedeutet auch, dass die Kommunen gefordert sind, dezentrale Unterbringung zu erleichtern. Viel mehr Kooperationen müssen stattfinden zwischen diesen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die Experten sind in dem, was an Problemen auftritt und direkte Kontakte haben, und den Behörden, die sich mit dieser Thematik auch befassen. Da gibt es viel zu wenig. Warum gibt es nicht einen Integrationsausschuss, zum Beispiel in Kommunen, der paritätisch besetzt wird? Man kennt das von Sozialausschüssen, mindestens in Brandenburg kenne ich das. Wo Zivilgesellschaft vertreten ist, wo Politik vertreten ist und Verwaltung. Sowas brauchen wir überall, dann schaffen wir das auch. Das ist eine der größten Chancen, die Deutschland je gehabt hat. Da kommen nicht nur 1 Million Probleme, da kommen 1 Million Lösungen in unser Land, die alle mitschaffen können, dieses Land weiterzuentwickeln. Herr Daimler-Güller, Sie haben ja den Gedanken der Menschlichkeit nicht zuletzt in die Runde getragen. Wie viel Menschlichkeit erleben Sie denn noch? Oder andersrum gefragt, wie viel Hass erfahren Sie inzwischen? Und hat sich da was verändert? Ich sag mal so, früher war es so, wenn jemand einen Hassschreiben aufsetzen wollte, musste er ein Blatt Papier nehmen, tippen, zur Post rennen, Briefmarke, das dauerte lange. Die meisten Rassisten waren zu faul. Heute per E-Mail geht es ja ratzfatz. Und wenn man seine Nase über der Wasserlinie steckt, dann kommen natürlich die Hassbriefe. Und die meisten lese ich gar nicht, weil meine eigene psychische Hygiene mir wichtig ist. Ich glaube, dass das gute Deutschland auch das leise Deutschland ist. Die, die es gut meinen, die schreiben keine E-Mails. Die Bösen, die tun's. Und ich glaube, dass im Zuge der Diskussion um Flüchtlinge viele aus ihren Löchern rausgekrochen kommen, denen es gar nicht so sehr um die Flüchtlinge geht. Denen ist zu viel
Frauenrechte, ja, Stichwort Gender-Wahnsinn, Gender-Mainstream-Wahnsinn. Die Schwulen, Lesben, ja, die sollen bleiben, wo sie sind. Ja. Und das ist alles denen schon nicht schön. Aber jetzt über die Flüchtlinge spüren sie, dass sie mobilisieren können. Ich glaube, dass die Aufgabe vom Staat, von staatlichen Repräsentanten, Oberbürgermeistern genauso wie Staatssekretären ist, die Staatskrise nicht herbeizuschreiben oder zu reden, ja, sondern Haltung zu bewahren, dafür einzustehen, was dieses Land ausmacht, Probleme zu lösen. Wir schaffen das auch. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der 80er Jahre 15 Millionen Menschen als Außenübersiedler aufgenommen, plus 6 Millionen Gastarbeiter. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir es nicht hingekriegt hätten. Ich erwarte jetzt, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Kurzfristig werden wir diese Flüchtlingskrise lösen. Die Zahlen werden zurückgehen. Mittelfristig, da hat Jens Spahn sicherlich recht, werden wir diese Flüchtlingskrise als Katalysator hoffentlich erleben, wo Dinge dann auch gelöst werden. Ja? Integration ist eben kein Multikulti-Straßenfest mit Freidöner und Eiern für jeden, sondern es ist harte Arbeit. Ja, da kommt es auf Arbeit an, auf Ausbildung, auf Sprache. Aber was ich mir auch wünschen würde, ist, dass das, was in Köln geschehen ist, uns nicht nur die Scham ins Gesicht treibt, sondern wir tatsächlich über Sexismus sprechen. Ich finde es ist eine Schande, dass wir in diesem Land, dass Frauen für die gleiche Arbeit ein Viertel weniger bekommen. Es ist eine Schande, dass wir in einer Stadt wie Berlin 10.000, 15.000 Frauen gehen auf den Straßenstrich hier für 20, 30 Euro. Und da soll mir keiner sagen, die machen das freiwillig und gerne. Das ist sexualisierte Gewalt jeden Tag. Und wir nehmen das hin. Ich fände das gut, wenn wir das, was in Köln geschehen ist, tatsächlich zu einer ernsthaften Debatte nutzen würden und wir weiterkommen in diesem Land. Und nicht nur sozusagen eine Erregungs-Schnappatmungsdebatte, dann abgehakt, dann die nächste, dann die nächste. Die Ernsthaftigkeit, die Sie jetzt sag auch auffordern, du und das sollten wir auch, die sollten wir auch wirklich führen und nicht nur darüber reden. Dann kommen wir auch weiter. Ich glaube aber, eins ist schon wichtig, damit wir die Menschen dabei nicht verlieren. Weil das war jetzt wieder so das Typische, die Guten und die Bösen. Ne? Die guten Deutschen und die bösen Deutschen. Das ist auch pauschal. Ja, Nazis sind böse. Ja, ich meine nicht die Nazis. Die Rassisten sind auch böse. Da hat er recht. Also darüber müssen wir doch jetzt wohl nicht streiten. Anscheinend doch. Ach, so ein Quatsch. Mir geht es doch nur darum, dass es erlaubt sein muss. Und da haben viele, und durch solche pauschalen Aussagen eben erst recht, dass ein paar Menschen auch mal Fragen und Zweifel haben dürfen. Das, ja, natürlich. Ja, die werden aber ja immer zu sagen, wir dürfen über Probleme nicht reden und wir sollen sagen, ist alles super und nur eine Chance und das Probleme gibt es keine und Risiken gibt es sowieso nicht. Haben wir ja gesagt, nach den Hassmails und wem jemand in den Kopf schießen will, den finde ich böse. Da bin ich doch, da geht es doch überhaupt, Entschuldigung, da bin ich doch, ich krieg auch genug Briefe, da brauchen wir überhaupt nicht lange drüber streiten. Ich werbe nur dafür, dass wir die Debatte etwas breiter und ehrlicher machen, als es gut und böse jedenfalls manchmal möglich macht. Haben wir heute Abend schon gemacht. Ich will aber zum Schluss noch klären, Herr Salomon, wie sind Sie denn jetzt eigentlich rausgekommen aus der Geschichte? Was macht der Club jetzt? Lässt er wieder Flüchtlinge rein oder nicht? Also ein Ergebnis dieses runden Tisches war, dass wir was wieder aufleben lassen, was wir 2006 sehr erfolgreich begonnen haben, nämlich ein Modell, das nennt sich Hausverbot, mit Unterstützung des DEHOGA, das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, haben sich die Clubbetreiber in Freiburg damals vereinbart, dass wenn einer aus einem Club rausfliegt, dass er bei allen anderen auch Hausverbot hat. Das ist für junge Leute, wenn das 2 Jahre gilt, eine harte Strafe, eine richtig harte Strafe. Das wurde eigentlich nie richtig eingestellt. Damals war das wegen Gewalt und so weiter gemacht worden. Hat 150 Mal funktioniert und soll jetzt wieder aufgenommen werden. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Dieses Wochenende war vor allem auch eins, nämlich ein sensationelles Sportwochenende aus deutscher Sicht. Heute Abend dann noch mit dem sensationellen Sieg der Handballer bei der Europameisterschaft. Karen, das ist euer Thema in den Tagesthemen, oder? Genau, Anne. Und diesen EM-Titel hätte niemand noch vor 2 Wochen für möglich gehalten. Doch die junge Mannschaft hat echt überragend gespielt. Wir baden gleich noch mal ausgiebig im Erfolg der Handballer jetzt in den Tagesthemen. Freue ich mich drauf, das also jetzt in den Tagesthemen mit Karen Mioska. Danke an die Runde, dass Sie bei uns waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Und nächsten Sonntag 21:45 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.